SWR 3, Gottschalk und Zöller. Samstagabend, 20.15 Uhr, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk machen das Warm-up für diese Sendung. So war es doch, glaube ich, ne? So war es. Ich war aber zur Sicherheit in allen Sendern. Es lief, glaube ich, bei Sat 1, der Til Schweiger-Film, in dem ich als König auftrete, eine Rolle, die mir zusteht. Und bei SWR lief dieses, verstehen Sie, Spaß ja, wo ich auch nochmal dran war. Also zur Sicherheit in allen Sendern schon mal Reklame gemacht für uns beide. Konzi ist trotzdem etwas betrübt, er hat nämlich gerade die Nachrichten gehört und hat jetzt Panik, dass er die Tierwohlabgabe demnächst zahlen muss, wenn er weiter mit mir moderiert. Dann ist es in Ordnung. Ich habe auch einiges mitgebracht heute. Status Quo und einen neuen Wetterbericht. Aber zuerst gibt's was aus deiner Kiste. Aus meiner? Ja, die kleinen Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Ich mag den Song. Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours. Status Quo in SWR 3, mitgebracht von Thomas Gottschalk. Das kann man auch mit größerer Begeisterung sagen. Status Quo in SWR 3, mitgebracht von Tommy, What You're Proposing. So geht das. Ja, okay, danke. Es gibt natürlich wieder Menschen, die sich ganz andere Sorgen machen als das, was wir da spielen. Es gibt bereits eine Anfrage, was in diesen beiden irdenen Pötten steht. Da gucken wieder welche per Kamera zu. Ah. Konzi ist ja sehr rührend und bringt mir jetzt immer Obst mit, weil er Angst hat, dass ich anämisch werde oder was? Ja, das ist richtig. Falls sich jemand auch gefragt hat, warum in Baden-Baden so viele Defibrillatoren rumstehen, das liegt daran, dass Thomas Gottschalk heute 3 Stunden wieder durchhalten muss und wir werden ihn wiederbeleben, solange bis es 16 Uhr ist. Ob ich die 3 Stunden durchhalte, liegt im Wesentlichen an der anderen Schale. Da sind nämlich Walnüsse drin. Die Gefahr, dass man sich da verschluckt, ist ausgesprochen groß. Das und ist das Schlechteste, was man im Radio essen kann. Ja, das stellt er mir hin. Das stelle ich ihm hin, das ist richtig. Juliane hat sich übrigens sehr gefreut über die Musik, die du gespielt hast. Danke, Tommy, schreibt sie. Und Chris aus Waghäusel, yeah, laut mitgrölen im Auto zu. Yeah, Status Quo, wie in den alten Zeiten, geil. Richtig, ja, das sind meine Leute. Ja, gut. Schön, dass ihr zuhört. Jetzt müsst ihr ein bisschen durchhalten. Jetzt gibt es nämlich gleich Ava Max und dann gibt es Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Übrigens ein Bild, das es von Hellenwein gibt, heißt sehr ähnlich, aber dieses klassische Bild, Boulevard of Broken Dreams, wo da dieser James Dean so verzweifelt da ist, von wem ist das? Wer hat das gemalt? Hopper. Ah ja. Gut. Ah, gibt sogar eine Ausstellung, glaube ich, demnächst in Baden-Baden. Ach was? Gelesen? Ja, habe ich, glaube ich, gelesen. Vielleicht deswegen auch nicht. Deswegen die Defibrillatoren. Gesundheit. Zumindest gab es überall Werbung. Den mag ich ja. So, Ava Max, Who's Laughing Now? Neuer Song. Wir hören mal rein. Kaust du noch oder kannst du schon reden? Ich möchte als Kulturbeauftragter noch 2 Sätze zu Boulevard of Broken Dreams sagen. Dieses Bild ist natürlich nicht von Dennis Hopper, das ist der Schauspieler, sondern von Edward Hopper, heißt eigentlich Nighthawks und wird jetzt in der Kunstszene als Boulevard of Broken Dreams bezeichnet. Andererseits gibt es von Gottfried Hellenwein ein berühmtes Bild, das Boulevard of Broken Dreams heißt und da marschiert, habt ihr alle schon gesehen, der James Dean so mit hochgeschlagenem Kragen so einen Boulevard entlang. Das aber war der Song von Green Day. So, das musste gesagt werden, jetzt bist du dran, die Nüsse sind weg. Fantastisch. Ich habe Musik mitgebracht und ich dachte mir, nachdem du immer so gefeiert wirst, weil du den Leuten das spielst, was sie hören wollen, nämlich die ollen Schinken aus den 80ern, die natürlich noch gut sind und die man natürlich immer gerne hört, aber ich habe es immer eher als Challenge verstanden, neue Sachen mitzubringen, damit man nochmal was Neues kennenlernt und so weiter. Jetzt habe ich gedacht, bringe ich auch mal einen 80er mit. Einen, der tatsächlich gar nicht so erfolgreich war in Deutschland, wie ich nachgeschaut habe, aber ich mag den sehr. Eddie Money, Take Me Home Tonight. Ja, echt mit dem Gejodel. Da kann man heute auch tindern, wenn man das möchte. Take Me Home Tonight. Aber Eddie Money ist ein guter Mann. Ich mag den. Take Me Home Tonight in Gottschalk und Zöller. Hab nachgeschaut. Aus 1986, da war ich noch nicht mal geplant. Ja, der Hintergrund, das war von den Ronettes, dieses Be My Baby. Mhm. Das waren frühe 60er. Tatsächlich? Phil Spector produziert, der ist jetzt wegen Mordes im Knast. Was du alles weißt. The Wall of Sound hat der Typ gemacht, diese klassische Musik mit diesem Druck, die in den 60ern plötzlich sehr populär wurde. Da war ich bereits geplant übrigens. Da kaum bringe ich übrigens sowas mit, komme ich schon gut an, Zeule. Der Zöller hat ja doch ein bisschen Ahnung von Musik. Ja. Ja, ich übe einen guten Einfluss auf den Mann aus. Seine Mutter ist auch froh. Aber die 80er sind ja schon abgedeckt durch Thomas, deswegen brauche ich da nicht so viel mit. Die 60er und 70er auch. Ja.
die 90er teilweise auch. Der Rest ist bei mir. Der Guido schreibt, also wenn man Thomas so zuschaut, dann stelle ich fest, dass es härtere Jobs gibt, um seine Brötchen zu verdienen. Er schaut ja auch über die Webcam gerne beim Essen zu hier. Die Himbeeren sind noch da, die Nüsse sind die fast magst du weg. Nicht so, ne? Naja, die sind sauer. Die Brombeeren waren süß, hätte ich nie gedacht. Baden-Badener Obst. Frank hat auch geschrieben, er muss jetzt wieder extra einen Umweg fahren, damit er möglichst lange unser Programm hören kann. Das ist süß. 0722120 ist übrigens die WhatsApp-Nummer, wo auch Nico fragt, gibt's heute wieder eine Postkarte zu gewinnen? Er hat extra Sommerhits gepaukt. Ja, heute gibt's nochmal 5 Postkarten. Echt? Damit habe ich nichts zu tun. Ja, die muss ich noch holen. Das machen wir jetzt. Solange gibt's Schemes mit Maluma. Hola, señorita. Hola, Thomas Gottschalk. Mein Gott, wo habt ihr denn sowas für, wenn die das in der Fußgängerzone in Barcelona aufhören, werden sie dafür verprügelt. Da ist ja mein Wetter dagegen noch besser. Sonne und dichte Wolken, 18 bis maximal 25 Grad. Ich habe hier irgendwo, glaube ich, so sexy Musik. Denn jetzt gibt es wieder einen Stimmporno quasi. Thomas Gottschalk hat die schönste Stimme in Radio Deutschland und zeigt sie uns jetzt. Du hast einen Zettel von mir bekommen, da steht ein übersetzter Sommerhit-Text drauf, den wirst du vortragen. Und ja, die ersten 5, die den Song erkennen und uns mailen ins Studio über swr3.de oder 07221 2011 per WhatsApp, die kriegen eine handgeschriebene Postkarte von dir. Ich mach dir auch was Klassisches an, was Hochwertiges, was... Ja, ich möchte aber gleich dem Vorurteil widersprechen, dass ich eine schöne Stimme habe. Ich habe eine etwas verrotzte Stimme, es hört sich immer so durch die Nase an. Okay, dann lese ich jetzt ganz allein für dich. Oh, ich bitte dich, kann ich folgen? Oh, ich frage dich, warum nicht immer? Sei der Ozean, in dem ich mich entwirre. Sei mein Einziger, sei das Wasser, in dem ich wartete. Du bist mein Fluss, der hochfließt, lauf tief auf wild. Ich folge dir. So ein Schmarrn. Bitte? So ein schöner Song. Ist auch gar nicht so der klassischste Sommerhit, wo man sich sofort dran denken würde. Ach klar, Macarena, Ketchup-Song oder so. Es ist nicht so schwachsinnig, sondern es ist tatsächlich ein guter Song. Ja. Also, jetzt lösen und eine handgeschriebene Postkarte von Thomas Gottschalk gewinnen. Der Tommy füllt schon fleißig aus, denn die ersten 5 Lösungen kamen von Jan, Julian, Daniel, Stefan und Joe. Herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt eine handgeschriebene Postkarte. Ich habe nicht gewusst übrigens, was ich da vorgelesen habe. Wir haben noch gar nicht aufgelöst. I Follow Rivers von Licke Lee. Das war der offizielle Sommerhit aus 2012 und den wollen wir jetzt natürlich... Ausgesprochen dämliche Postkarten hat er wieder gekauft. Beim nächsten Mal gibt es so Dings, so Sticker mit Mit Fell oder mit Glitzer? Nee, so an die Kühlschranktür. Gibt es da welche mit Fell? Magneten? Ja, so Magneten. Ah ja, das können wir auch mal verlosen. Aus dem Souvenirshop Baden-Baden in euren Briefkasten. Noah Cyrus lese ich da. Ja, der kommt von mir. Also vorher, das war Lücke Lee, unser Sommerhit. Da hat unser Musikredakteur mal Mut zur Lücke bewiesen. Und ich stelle fest, dass auch ein blindes Huhn mal ein Korn findet. Also Miley Cyrus hat ja mit den Flaming Lips ein paar Beatles-Songs zusammen aufgenommen. Und Schwesterchen Noah hat sich jetzt Stevie Wonder ausgesucht. For once in my life. Tobi hat geschrieben und fragt, was ist denn auf deinem T-Shirt drauf? Ist es ein Ziegenkopf und eventuell eine Anspielung auf den Begriff GOAT, also Greatest of All Time? So habe ich mir das gedacht. Bei T-Shirts gucke ich, bevor ich mir sie kaufe, selten drauf, was da drauf ist vorne. So ein Wasserbüffel-Knochenschädel. Ja, guck mal, das ist so lang, das ist irgendwie... Ja, Kleid. Das Boyfriend-Look, ne? Ja. So ungefähr. Aber es ist irgendwie so eine Art Fossil da drauf, ja, im T-Shirt und auch vorne drauf. Egal, wir machen Radio, es geht euch überhaupt nicht an, was auf meinem T-Shirt drauf ist. Aber man kann trotzdem zugucken über die Webcam auf swr3.de. So, gleich in der nächsten Stunde habe ich was Schönes für dich dabei. Ich war shoppen in, sagen wir mal, so eine Art Trödelmarkt und hab da was gefunden. Ein T-Shirt? Gut, hätte ich auch mal gucken können. Gab's da auch. Das gleich nach 14 Uhr, solange noch Celeste. Stop this flame. SWR 3, Gottschalk und Zöller. Wir haben so eine nette Nachricht bekommen von Jessica.
Wir sagen mal Jessica und nicht Jessica. Montagnachmittag, Homeoffice, Terrasse, Sonne und Konzi und Tommy im Radio. Was gibt's Besseres? Ein Genuss. Ja, danke und für euch. Menschen wie Jessica machen wir diese Show. Für Menschen wie du und ich. Wir sind ja auch nichts Besonderes, also Konzi auf keinen Fall und ich auch nur ein bisschen. Und wenn jemand sein Kind nach mir benennt, merkt es ja keiner. Thomas ist außerdem völlig out. No one's gonna name a baby after me. Das ist auch die Sorge von Jake Owen. Ich habe einen Country-Titel mitgebracht, Down to the Honky Tonk. Da muss Jessica entweder ganz tapfer sein oder sie muss tanzen auf der Terrasse. Aber erst gibt es was aus dem SWR3-Eimerchen. Breaking Me. Topic. In Gottschalk. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. Wenn irgendwo gerade ein Seismograph ausgeschlagen hat, dann liegt es daran, dass Thomas Gottschalk genauso mitgesungen hat. Sehr tief. Mann, ja, wir sind guter Laune, aber nicht jeder, der uns zuhört, muss ja guter Laune sein. Aber dann greifen wir persönlich ein. Der Tommy hat geschrieben, sie sitzen in Augsburg an der Masterarbeit und da ist auch Annalena mit dabei. Erstmal hallo, Tommy, grüße dich, willkommen in der Show. Tommy. Hallo, servus. Was ist los bei euch? Ja, wir sitzen an unserer Masterarbeit für unser Studienfach Architektur und ja, es läuft ein bisschen zäh, sag mal so. Die Arbeiten ziehen sich, die Abgabe ist erst Ende September und jetzt haben wir ein kleines Tief. Zumindest unsere Studienkollegin Annalena. Annalena, sag mal, ihr sitzt in Augsburg, eigentlich ist ja München näher dran, ihr hört jetzt aber nicht Bayern 3, sondern SWR 3. Geht mich zwar nicht an, aber... ja, nur wegen dir, komm, ja. Tommy, sag's ihm. Tommy. Ja, nee, also... Tatsächlich, SWR 3 ist ein cooler Sender, aber eure Show ist schon immer ziemlich lustig. Ja gut, haben wir uns das auch noch abgeholt. Jetzt gib uns doch mal die Annalena, dann können wir die ein bisschen aufpäppeln. Ja, Moment, ich gebe euch mal weiter. Annalena. Hallo. Mensch, also wenn ich die Architekturen des heutigen Zeit sehe, das ist ja, kannst du alles mit Lego eh nachbauen. Ist denn das so schwer? Also... Du kannst ja gerne mal vorbeikommen und mir helfen. Ich schneide gerade Pappen aus und es ist zäh, ja. Wie sehr hast du den Dommi gerade dafür, dass er dir den Dommi ans Telefon geholt hat? Maximal, also das würde büßen und zwar gewaltig. Okay, dann gebe ich dich gleich an Konzi zurück. Dann redet bitte über Architektur und lasst mich da raus. Ja, das Thema der Masterarbeit kennen wir noch gar nicht. Beeindrucke uns, los, haus raus. Oh, soll ich euch beeindrucken? Also es geht um ein Quartiershaus in München, Neuhausen, Nymphenburg. Also quasi ein Bürgerzentrum für das Stadtviertel. Und wir haben die ehrenvolle Aufgabe, das als fiktives Projekt zu planen für die Nachbarschaft quasi. Sagt, da ist ein Hauch Corbusier mit drin, ein bisschen Bauhaus. Natürlich, ja, ein bisschen mies. Ja, mies von der Ruhe. Und ja, das ist alles, also und vielleicht so ein Hauch, wie es gibt ja ein paar auch so, was ist denn so euer moderner Architekturgott? Gibt es da ein paar so ganz neue Leute? Ja, also so Big zum Beispiel oder so, also gerade so Dänemark oder so hat zum Beispiel auch ganz interessante Architektur. Wie sieht es in Holland Architektur? Die machen so einiges vor, MV, RTV, Kobe. Ich bin ausgestiegen irgendwann. Annalena, viel Erfolg euch, haltet weiter durch. Wir poppen euch auf. Danke. Marshmallow mit Halsey, be kind. Ja. Jetzt als quasi Motto für die Gruppenarbeit. Nett sein. Ein Song Annalena haben wir nicht gefunden, aber wenn du dich ein bisschen anlehnst, einfach so Annalena, Anna Stuhllena, dann. Der kam flach, ja. Grüße nach Augsburg. Ja, danke. So willst du machen, Architekten. Tschüss. Coldplay. In my place in SWR 3. Ich habe Musik dabei und zwar aus Holland. Kennst du einen Song auf Holländisch? Irgendwie einen Popsong? Mal wie richtig Sommer. Ja, okay, vielleicht. Oder Alfred Jotokus Quack würde mir noch einfallen. Aber sonst nicht so wirklich in der Popmusik zu Hause. Und ich habe einen Song entdeckt, der heißt Nooit meer een einde. Keine Ahnung. Aber die Holländer sind gute Leute. Die sind lustig. Ja? Ja, die sind alle so ein bisschen international. Alle Holländer, die sprechen fast alle gut Englisch. Hast auch viele englische Sachen im Fernsehen, also die nicht synchronisiert sind. Das kriegen die alle mit. Und vor allen Dingen haben die Holländer etwas, was uns zusehends verloren geht, nämlich der Mut zur Selbstironie, der Blödsinn. Die Holländer sind launiger als wir. Ja, alle in Orange angezogen und lustig, dieses immer eine gute Partytruppe. Wie die Iren. Die Iren finde ich übrigens auch
mag ich auch. Ja, aber die haben meistens einen im Tee. Die Holländer sind auch nüchtern relativ lustig. Ich mag die Holländer. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Song geht. Falls es jemand übersetzen kann, 07221 2011. Gerne eine Zusammenfassung von Elias Marzian. Nooit mehr ein Ende. Oder so. Jetzt in SWR 3 Gottschalk und Zöller. Niemals mehr ein Ende wurde dieser Titel übersetzt von SWR 3 Land. Nooit mehr ein Ende. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber das war ein Song auf Holländisch und das hört man nicht so oft und deswegen wollten wir den heute unbedingt hören. Also ich. Du wolltest den hören, richtig. Genau. Ich habe ihn auch gehört. Siehst du, ja. Ich habe Schlechteres von dir gehört. Danke, sehr lieb. Ich bin ja auch Fan von dieser Sprache. Die klingt ja schon wirklich sehr süß. Ich habe mal so ein paar Wörter rausgesucht. Geschwindigkeit zum Beispiel, Schnellheit oder Knuffeln für Kuscheln zum Beispiel. Oder auch Neuken, das ist so viel wie Schnackseln, Gspusi, verstehst? Knicknack. Molen, Linda de Molen. Das gibt's auch noch. Ich glaube, es hat was mit Maulwurf zu tun. Interessant auch, wie viele Entertainer aus Holland kommen. Linda de Mol. Marijke Amado zum Beispiel, ja, Rudi Carell, Jopi Heesters oder auch Sylvie Meis, alles Holländer. Ja, Sylvie Meis, also die ist ja eigentlich nicht so unterhaltsam. Ich meine, die hat, ich glaube, dass die, glaube ich, zweimal im Jahr mit irgendwelchen neuen Lovern im Bikini in irgendwelchen Gazetten zu sehen ist. Aber du bist nur neidisch, weil dir die Gala-Seite fehlt dann, wo sie drauf ist. Nein, ich bin nicht neidisch, die ist halb so groß wie ich, glaube ich. Dafür kann man Linda de Mol zweimal sehen, weil die heute ganz anders aussieht als vor ein paar Jahren. Tatsächlich. Ich bin ja Fan von Marijke Amado hier, Mini-Playback-Show und so damals. Mhm. Ich fand das cool. Sylvie Meis habe ich übrigens auch mal gesehen beim Bambi hier in Baden-Baden. Die ist ja wirklich, die ist ja winzig. Ja. Ja, ja. Das ist echt interessant. Ja. Stolperst du fast drüber. So ungefähr. Aber hast du einen Favorite holländischen Entertainer? Rudi? Ja, es ist zum Beispiel, den hast du vorher, wie heißt der Sänger, Van der Ween, Herman Van der Ween? Der hat ganz hübsche Sachen früher gemacht. Kleine Fratz auf dem Kindrad. Das ist ein lustiger Geselle, Herman van Veen. Und dann gab es ja Exception, eine holländische Gruppe. Da könnte ich mal was spielen, aber da rennst du mir weg. Ich bin gespannt, nächste Woche dann vielleicht. Das ist so Klassikrock. Ja, ich bring's mal mit. Black Eyed Peas, Mamacita. Du brauchst nur einen relativ billigen Beat. Tanz dazu und TikTok und schon hast du Ja, aber ich habe Back Home vorher gehört. Danke nochmal, Konzi. Das hat er spontan aus der Wolke gezerrt, weil ich ihn gezwungen habe dazu. Dann halte ich 2 Jason Derulo locker aus dahinter. Das ist eine Maßeinheit. 2 Jason Derulo. Pass auf, ich war in einem Trödelmarkt und habe was gefunden. Ich musste es mitnehmen. Es hat 4,50 € gekostet und es steht drauf, originell, lustig, abwechslungsreich. Ich dachte, das tut der Show mal gut. Es ist eine Packung. Und ist da, kennst du es noch? Wetten, dass das Spiel zur Fernsehshow. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich glaube auch fast, dass es vor deiner Zeit gewesen sein könnte und vielleicht noch mit Frank Elstner nach Hause geht. Denn du musst mal gucken. Ein Puzzle oder was? Nee, das ist so ein Gesellschaftsspiel. Nein. Und mit Wetten, ich habe auch direkt schon das durchgeguckt und habe schon ein bisschen was vorbereitet. Du kannst mal gucken, diese Gebrauchsanleitung. Da ist hinten steht noch in der Mitte. Das mieft schon etwas schimmelig, wenn man es aufmacht. Kann das sein? Da kommt so ein Hauch. Könnte es auch du sein, aber gut. So. Ja. Hinten drauf steht noch die alte Postleitzahl von Leinfelden Echterdingen, wo das Spiel irgendwie produziert wurde. Vierstellig, fand ich schön. Pass auf alle Fälle gibt es in diesem Spiel, in diesem offiziellen Wetten-das-Spiel, gibt es eine Denkerwette und eine Aktivwette. Du hast die Wahl, erst die Denker oder erst die Aktivwette? Die Denkerwette. Die Denkerwette. So, und zwar... welche nehmen wir? Welche Frage? Hier. Wetten, dass keiner in dieser Runde weiß, welchem Hobby Frank Elstner nahezu täglich frönt. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Der joggt oder was? Ja, ist richtig. Ja? Joggen wäre es gewesen. Okay, noch eine Frage. Wetten, dass keiner in dieser Runde weiß, in welcher TV-Sendung Frank Elstner sein Debüt als Spielmeister erlebte. War das nicht dieses Spiel ohne Grenzen? Das ist auch richtig. Ach, ah, die Denkerwette ist dein Ding. Okay, was haben wir hier noch? Das könntest du auch... wissen. Wetten, dass keiner in dieser Runde weiß, wie man die Gruft unter dem Altarraum romanischer Kirchen nennt. Krypta. Auch das ist richtig. Ich habe extra schon, gut, wie ich schon weiß, was du weißt. Wetten, dass keiner in dieser Runde weiß, welcher oberbayerische See auch Würmsee genannt wird. Oh. Das könntest du wissen. Würm, das ist die Würm, die bin ich neulich dran vorbeigefahren. Also der Tegernsee ist es nicht wahrscheinlich. Nee. Nee, weiß ich jetzt nicht. Starnberger See. Echt? Mhm.
Und eine letzte Denkerwette, bevor wir später zu den Aktivwetten übergehen. Nein, wetten, dass keiner in dieser Runde weiß, von wem die Melodie "Das Wandern ist des Müllers Lust" stammt. Von Manfred Müller. Nee, es ist tatsächlich von Franz Schubert. Siehste, die Denkerwetten. Es gibt noch ungefähr 1000 Karten mehr. Kannst du mit Carina zu Hause spielen. Kann man hinterher sagen, das habe ich mir fast gedacht. F zu dem A-N-T-A-S. Andi hat gerade geschrieben, der Text von "Das Wandern ist des Müllers Lust" stammt übrigens von einem Herrn Wilhelm Müller. So falsch lagst du also im Grunde gar nicht. Bitte. Es ging aber um die Melodie. Wer kann das noch? Warte mal, wer niemals fiel "Das Wandern" ein, das muss ein rechter Müller. Nein, aber so ähnlich. Das ja, genau. Wandern ist. Ja, kommen wir gleich noch zu. Wir haben jetzt nämlich die Aktivwettkarten. Okay. Pass auf, wetten, dass es in dieser Runde keiner schafft, den folgenden Satz schnell, fehlerlos und flüssig zu sprechen. Ich reich's dir mal rüber. Das müsstest du jetzt schnell, fehlerlos und flüssig vortragen. Achtung und bitte. Zwei zischende Schlangen saßen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten zu den zwitschernden Zeisigen auf den zuckenden Zweigen einer Zitterpappel hinauf. Ja, oh, gut. Deswegen habe ich das Ding ja auch moderiert. Ja gut, okay. Nächste Karte. Wetten, dass es keiner in dieser Runde schafft, den Text des Liedes "Alle meine Entchen" auf die Melodie von "Hänschen klein" zu singen. Oh nein, das ist so albern, das kann ich. Für 4,50 hast du dir so einen Scheiß gekauft. Guck mal, das ist ein Spiel von dir. Oder was ist das? Wetten, dass es keiner in dieser Runde schafft, 4 Wörter mit der Endung "-nf" zu nennen. Senf, Hanf, Genf und es gibt kein viertes, das habe ich auch schon mal versucht. Es gibt eine kanadische Stadt namens Banff. Fünf. Das Wort fünf endet Senf, auch mit. Genf, Hanf, fünf, das stimmt, genau. Damit hättest du es. Du bist erstaunlich gut in diesem Spiel, aber gut, das ist ja auch das Wetten, das Spiel. So, jetzt haben wir Musik dabei von Two Colors. Das ist ein Produzententeam und die haben "Love Fool" von den Cardigans neu aufgelegt. Du darfst jetzt schon mal stöhnen, bitte. Oh Gott, die Cardigans haben wirklich gute Musik gemacht. Wozu musste sich da Two Colors... Erstaunlicherweise ist es tanzbarer geworden und es ist... Okay, dann tanzen wir. Darf ich bitten? Ja, bitte. Thomas fragt, was bezahlt euch der Tommy eigentlich, dass er seine Playlist spielen darf? Grüße aus. Konstanz. Nein, es gibt den einen oder anderen, der sich sehr darüber freut. Das zum Beispiel "Round and Round" von Red. Ihr könnt jetzt wieder leiser drehen, es kommt nichts Besseres nach. Der Dude, Danny, freut sich auch und hat den Pausenraum gerockt, wie er Ja, spielt. Danny, let's rock it. Gleich in der nächsten Stunde die Chance auf einen SWR3-Ech. SWR3, Gottschalk und Zöller. Na Meister, gleich schlüpfen wir wieder in die Rolle unseres Ermittlerduos. Der Harte, der Weiche und immer eine Leiche. Ja, und immer ein Elch. 07221 2011. Jetzt schon mal das WhatsApp-Handy parat legen oder Mail ins Studio über swr3.de. Gleich geht's los. Vorher schaffen wir noch einen Song von dir, Song von mir. Und jetzt erstmal Matt Simons. Hier ist Open Up. Für euren Sommer in Baden, der Pfalz und Rhein-Neckar. Detlef hat sich gemeldet und hat geschrieben, er wollte mal von dir wissen, was du denn vom neuen Deep Purple Album halten würdest und ob du denn auch wieder Gottschalks Playlist irgendwann hier abliefern würdest. Ja, am 11. September bin ich wieder so weit bei Kräften, dass ich zweimal die Woche antreten kann, also Freitagabend, da mache ich dann meine Playlist. Ich habe tatsächlich das neue Deep Purple Album gehört, Wusch heißt es, und Ian Gillan hat ja einen gesegneten 75. Geburtstag gefeiert, gerade am 19. August, glaube ich, zusammen mit meinem Bruder, der ist noch gesegnet, aber nicht ganz so alt. Und das ist gar nicht schlecht, was die machen, die alten Säcke. Man kann sich freilich fragen, ob man mit 75 noch Heavy Rock machen soll. Es hat auch nichts mit den alten Zeiten zu tun, wo John Lord und Ritchie Blackmore damit unterwegs waren. Ich spiele was ganz Altes aus dieser Zeit und was Aktuelles aus dem neuen Album. Also am 11. September geht's weiter mit meiner Playlist und da könnte auch Mitch Ure drin sein. Den habe ich aber heute vorgezogen. Das war die Stimme von Ultravox und hier ist er mit "If I Was", wenn ich denn. Mitgebracht von Thomas Gottschalk, "If I Was". Du hast gesagt, der Sänger von Ultravox. Mitch Ure. So, ich habe was dabei von James Bay. Lief hier in SWR 3, habe ich gehört.
Fand ich ganz gut. Interessant, Kau an meinem Herzen. Ja, chew on my heart. Ich weiß nicht, zerkau mein Herz. Ich kann es auch nicht so genau übersetzen. Lutsch an meiner Liebe. Auch das, nein. In jedem Fall habe ich es zu Hause mal angemacht gehabt. Und dann war meine Schwester da und hat gemeint, der Song gefällt mir. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn es der gefällt, die ist 20. Oh, Konzi tut was für seine Schwester. Ja, ist das nicht niedlich? Ich dachte, die ist 20, ich bin 21. Und dann habe ich gedacht, naja, dann passt das doch ganz gut zusammen. Wenn es mir auch noch gefällt, ist es ein Familiensong. Siehst du, und du bist 24, also passt doch alles. James Bay, Chew on My Heart. Ich bin 42, war ein Zahlendreher. Es ist in jedem Fall ein Song, in dem auch sehr hoch gesungen wird. Deswegen bin ich gespannt, ob es dir gefällt. Ne? Oh. Take your time. James Bay, Chew on My Heart. Achtung, wir befinden uns gleich jetzt wieder in einem Märchen. Die Aufgabe, Leiche erkennen und einen SWR3-Elch abstauben. 0732120 11, die WhatsApp-Nummer zu SWR3 oder über Mail ins Studio auf swr3.de. Wer ist die Leiche in diesem mehr oder weniger bekannten Märchen? SWR3, der Harte, der Weiche und immer eine Leiche. Weicher und ich standen zusammen am Tatort mit zwei weißen Pferden, einem Fass und im Fass eine Leiche. Das ist kein schöner Anblick, Chef. Mein junger Kollege zuckte vor der Härte unseres Jobs zurück. Ich blieb gelassen, hatte die schlimmsten Dinge des Lebens schon alle einmal gesehen. Eine Quizshow mit Kai Pflaume sogar zweimal. Weicher, schauen Sie mal ins Fass und beschreiben Sie, was wir heute auf der Tageskarte des Todes haben. Ach Chef, das ist jetzt wirklich mal abgefahren. Das Fass ist von innen ausgekleidet mit Nägeln. Verstehe, die Frau war Fakir und das Ganze ist ein Unfall bei der Arbeit. Kann der besten Hausfrau passieren. Nicht ganz, die Leiche wurde zur Strafe ins Fass gesteckt und dann wurde das Fass so lange von den Pferden die Straße rauf und runter gezogen, bis der Tod eintrat. Was hat die Leiche Sträfliches getan? War sie Domina? Hochstapelei und Nötigung einer Vorgesetzten, im vorliegenden Fall eine Prinzessin. Aha. Prinzessin statt Domina. Entzückend. Und die Prinzessin hat sich dann die geschmackvolle Strafe mit Todesfolge selbst ausgedacht. Nein, das ist ja das Irre. Das war die Leiche selbst. Donnerlütchen, wer auf solche Todesarten kommt, was macht der wohl beruflich? Das können nur die Hörer wissen. Schwierig diesmal. Die Magd der Königstochter, die sich als eben diese ausgab. Das ist die Leiche im Märchen, die Gänsemagd. Und das war der Grimmi, den wir gerade gespielt haben. Simone hat richtig gelöst und bekommt einen SWR3-Elch. Herzlichen Glückwunsch! Simone, ich kannte nicht mal das Märchen, geschweige denn die Schwester von der Magd oder wer das war. Ist tatsächlich ein Märchen der Gebrüder Grimm auch. Deswegen ein Grimmi, ein Grimm-Krimi quasi. Und Thomas, wollen wir mal nach Wolfskehlen fahren? Das klingt nach einem tollen Urlaubsort für uns. Ja, aber es gibt doch hier auch eine Wolfsschlucht ganz in der Nähe. Da wandere ich ab und zu durch und höre die Wölfe heulen. Hui. Und die Motorräder. Au! Oh, oh, nothing much left to say. Zac Brown kommt gleich. Aber erst muss ich dich mal fragen, es gibt ja jetzt in jeder Sendung Menschen, die sich über irgendwas beschweren. Hat sich heute schon irgendeiner beschwert? Lach nicht so dreckig. Wir haben gerade über Zac Brown gesprochen, also sage ich einfach Zac Brown, ohne zu wissen, warum. Der kommt ja gleich. Was war erschrocken gerade, weil der Song auch war. Ja, der Gregory singt sonst immer länger, finde ich. Entschuldigung. Ja, es hat sich jemand beschwert. Echt, ja? Ja, Rainer Volz findet es unmöglich, dass du... Na, über dich, ob sich über dich jemand beschwert hat. Ja, über mich beschweren sich laufend Leute. Ja, über mich hat sich auch irgendjemand beschwert. Monika, ich habe auch schon geantwortet, weil es kam nicht so gut an, dass ich gesagt habe, Silvi Mais sei winzig. Aber jetzt muss man dazu sagen, wir waren beim Bambi und du bist 1,90 quetscht, ich bin 1,97. Ja, und wenn du dann hast du dich wirklich entschuldigt, dass du jemanden klein genannt hast, der klein ist? Ich hab gesagt, dass es einfach nicht wertend gemeint war. Und ich war genauso erstaunt, als der Halaschka reinkam und quasi auf Augenhöhe war. Es ist einfach nur quasi dieser Moment, wenn du jemanden aus dem Fernsehen siehst und du stellst fest, ach, ist ja gar nicht so groß, ach, ist ja doch viel größer. Es ist jedes Mal irgendwie so eine kleine Überraschung. Was hab ich im Radio
Leute beleidigt, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, dass man einen kleinen Menschen klein nennt. Ich habe irgendwo, da stand mal irgendwo so ein Fässchen im Fernsehen, habe ich gesagt, da sitzt Peter Maffay drin, der ist auch klein. Der hat sich auch nie beschwert. Also wer sein Geschäft hätte ja auch zierlich sagen können, das war vielleicht, wäre vielleicht höflicher gewesen. Ach, witzig, das sollte ja nicht so abwerten. Das ist aber so, so eine... Man kann so auch auf die Gefühle anderer ein bisschen achten. So eine neue Rechtschaffenheit hat der das wirklich Achtsamkeit. Ich glaube es nicht, ja, also aber über dich beschweren sich ja auch die Leute. Zum Beispiel, dass du alte Säcke zu Deep Purple gesagt hast. Ja, ich finde, ein alter Sack darf andere alte Säcke nennen. Und wenn einer 75 ist und Heavy Rock macht, dann kann man fragen, ob ein alter Sack noch Heavy Rock Musik machen muss. Und wenn Sean Connery 90 wird, kann man auch fragen, ob der inzwischen ein alter Sack ist. Ein toller Typ. Sean Connery wird immer ein toller Typ bleiben. Mein James Bond wurde gerade in England wieder bei einer Umfrage als der beste James Bond ever gewählt. Ich dachte, Pierce Brosnan wäre dein James Bond, weil es dein Nachbar war. Nein, das ist mein Nachbar. Man muss ja unterscheiden in Nachbar-Bonds und in echte Bonds. Klar, wie normal ist das halt auch. Der fuhr immer mit seinem Aston Martin durch den Canyon durch. Thomas Howard Thinks. Ein richtig netter Engländer. Also gut. Und apropos Säcke. Zac Brown ist ein relativ junger Sack, ist aber ein ziemlich dicker Typ mit wenig Haaren, macht aber geniale Musik. Man muss ja nicht sagen, der hat eine tolle Frisur, bloß weil er gute Musik macht. Da wird jetzt wieder irgendeiner anrufen, dass ich mich über Männer mit wenig Haaren lustig mache. Ich wollte auch gerade sagen, an alle Männer mit wenig Haaren und die etwas mehr Bauch haben. 0722112011 ist die WhatsApp-Nummer. Bitte beschweren Sie sich bei SWR3. Und hier ist Zac Brown. Weil er ein Mensch mit wenig Haaren ist, hat er sich mit Diplo zusammengetan. Der hat scheinbar mehr Haare und mit Danielle. Und die machen gemeinsam Hometown. Zac Brown, Diplo, Danielle. Neuer Song von Seed, Halle Bob in SWR 3. Heute Morgen in der SWR 3 Morning Show gehört, Windows 95 ist vor 25 Jahren auf den Markt gekommen. Innerhalb von einer Woche hat Bill Gates dann 7 Millionen Mal dieses Betriebssystem verkauft gehabt und innerhalb eines Jahres waren es 40 Millionen Mal. Der Typ hat ein Vermögen damit gemacht und hat quasi die digitale Revolution vorangetrieben. Bill Gates war ja eine Zeit lang der reichste Mensch der Welt, bis Günther Jauch kam. Hast du ihn mal getroffen? Ja, der war bei Wetten, dass und da war eine Riesenaufregung, weil natürlich diese ganzen deutschen Microsoft-Manager gedacht haben, der liebe Gott steigt vom Himmel, das dürfen Sie nicht fragen und da darf er nicht sitzen und der geht nur 7 Meter zu Fuß, dann muss er ein Stück getragen werden. Also es waren alles diese typischen Ängstlichkeiten von Menschen, die von ihm abhingen und da habe ich gesagt, nein, komm, das kriege ich das schon hin und dann habe ich in der Sendung einfach furchtlos, egal was die mir aufgetragen haben, gesagt, wenn du deine Wette verlierst, dann will ich deinen Geldbeutel sehen. Ich wusste mal wissen, was der reichste Mensch der Welt im Geldbeutel hat. Der hatte überhaupt keinen Geldbeutel. Der hat die Wette verloren, ich werde her mit Geldbeutel und hat er gesagt, I don't have one. Also der hat offensichtlich irgendjemand in der Nähe. Naja, ist immer jemand in der Nähe, der ihm alles bezahlt. Also ist ja nicht so, dass er fragt, was kostet das, sondern wer zahlt das jetzt? Also wenn Bill Gates irgendwo an der Kasse steht, will auch keiner Geld sehen. Das reicht dann schon. Der hat wahrscheinlich noch seit den letzten 20 Jahren irgendwie keinen Geldschein mehr in der Hand gehabt oder so. Wahrscheinlich nicht, aber er ist ein ganz normaler Typ. Also das mit diesen Microsoft-Managern, das hat sich irgendwann erledigt. Ich war ein paar Wochen später in Hawaii mit meiner Familie irgendwo im Urlaub im Hotel und da kam einer mit dem Kinderwagen hinter mir her. Thomas, you may not remember me. Also natürlich habe ich mich an Bill Gates erinnert, aber in dieser Bescheidenheit, die diese Menschen oft haben, hat er gedacht, ja, einfach so, hat mich überholt mit dem Kinderwagen, hat gesagt, du wirst dich nicht an mich erinnern, aber ich bin's. Habe ich gesagt, ja Mensch, Bill. Ohne Bodyguards und so? Ja, nur mit Kinderwagen. Er ist ein Freak, also er ist so ein bisschen verstört, aber er ist unglaublich freundlich und ich weiß nicht, das ist aber alles ewig her, wie alles bei mir. Inzwischen wird er wahrscheinlich gemerkt haben, wie schwierig es ist, so reich und so erfolgreich zu sein und die Welt retten zu müssen. Das will er ja auch ein bisschen mit seiner Frau. Faszinierend, was du alles erlebt hast. Tja, ich bin auch alt genug. Alter Sack halt. What about us? We are searchlights, we can see in the dark. Rolling Stones in SWR 3, Living in a Ghost Town. Und das war's quasi für heute von uns, von Gottschalk und Zöller. Nächste Woche dann wieder im handlichen 2-Stunden-Kompaktformat. Ach, ist es schon wieder soweit? Ich habe schon Panik gehabt, du nennst die Stones alte Säcke. Ich möchte mich jetzt für alles entschuldigen, was ich in dieser Sendung falsch gemacht habe. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich nicht beleidigt habe. Beim nächsten Mal kommt ihr ganz sicher dran. Ich bin mir auch sicher. Wir möchten noch richtig stellen, dass wir natürlich auch mit Holländer, natürlich Niederländer gemeint haben und mit Holländisch.
wollte ich nicht sagen. Nieder ist so niederträchtig. Jetzt, Thomas, wir wollen ein persönliches Ende finden für diese Sendung in dieser Woche und spielen noch Mando und Diao. Haben wir für nächste Woche schon irgendwas geplant? Machen wir uns eigentlich Gedanken vorher? Also nein, wir reden vielleicht nur niederländisch. Oder wir erzählen den gleichen Käse wie immer. Oder das, wir könnten auch Gags aufwärmen von dieser Woche, die noch übrig sind. Schmelzkäse. Mando Diao, Down in the Past, jetzt. Und bis nächste Woche. Tschüss.